Wenn es etwas gibt wie die Hölle auf Erden oder eine Vorstufe davon, dann ist sie wohl hier im Sauerland, im Garten von Michael Hammerschmidt. Und das ist die Frau, die ihm das Leben so zur Hölle macht. Christel G. lauert ihm immer wieder auf, belästigt ihn mit obszönen Tänzen und hinterlässt unerwünschte Geschenke. Jeden Tag von morgens bis abends. Das braucht kein Mensch. Seit 14 Jahren geht das nun so, dass Christel G. aufreizend vorm Fenster des katholischen Priesters posiert und zeigt, was sie hat. Nur der will das alles gar nicht sehen. Ich habe manche Abend zu Hause geheult und gesagt, wie lange muss ich das hier noch aushalten? Wenn die 72-Jährige mal keine Zeit für ihre Piepshow vorm Pfarrhaus hat, dann kommen Briefe in Parfüm gedrängt. Oder es landen Phallussymbole jeglicher Art im Vorgarten. Wenn die Sache nicht so ernst wäre, dann müsste man sich darüber kaputtlachen. Etwa als sich die Rentnerin auf dem Dach ihres Kleinwagens räkelt, die Balance verliert und eine Etage tiefer landet. Weil weder Ordnungsgeld noch ein Annäherungsverbot geholfen haben, ist Christel G. schon für 9 Monate in Untersuchungshaft gelandet. Doch danach ging alles wieder von vorne los. In diesem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Maßnahmen, die wir mehrfach durchgeführt haben und Dutzende von Strafanzeigen bearbeitet haben und ermittelt haben, hat alles leider zu keiner Besserung geführt. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, was wir noch tun sollen, wie wir dem Herrn Hammerschmidt noch helfen können, um die Situation für ihn lebenswerter zu machen. Vor 9 Monaten kam es endlich zum Prozess. Dort zeigte sich die sonst so energiegeladene Dame eher gebrechlich und krank. Trotzdem bekam sie eine harte Strafe, 1 Jahr und 2 Monate Gefängnis. Dagegen legte sie allerdings umgehend Berufung ein und machte mit dem Priesterstalking weiter. Sie ist nicht in der Lage, das Unrecht ihrer Schuld eigentlich einzusehen und sie kann auch dementsprechend sich nicht verhalten. Das ist krankhaft, ist das. Wenn jemand krank ist, muss man ihm helfen. Sie sagt, sie wäre krank, dann muss man ihr, Arznei einflößen oder irgendwas machen. So geht es auf jeden Fall nicht weiter. Krank ist der Priester inzwischen selbst geworden. Bauchschmerzen, Schlafprobleme und depressive Gedanken quälen ihn. Er traut sich gar nicht mehr nach draußen. Ein Versetzungsgesuch lehnt er aber ab. Der Papst hat das jetzt in Zentralafrika vor einer Woche noch mal genau gesagt. Probleme löst man nicht, indem man wegläuft. Das Problem muss geklärt werden, hier an Ort und Stelle. So. Am Donnerstag beginnt der Revisionsprozess. Und Michael Hammerschmidt hofft, dass die irdischen Richter ihn dann erlösen werden. Erlösen von dieser Frau. Wenigstens für 1 Jahr und 2 Monate. Diese Frau muss nicht ins Gefängnis. Sie ist freigesprochen. Und möglicherweise hat sie nach dem Prozess ihre dunkle Garderobe sofort wieder in den Schrank gehängt. Denn das ist das Outfit, in dem die 72-Jährige sich öffentlich am liebsten zu bewegen scheint. Er muss das alles ertragen. Michael Hammerschmidt, ein katholischer Priester aus dem Sauerland. Seit fast 15 Jahren wird er von der Frau gestalkt. Jetzt könnten es sogar noch ein paar Jahre mehr werden. Das ist doch jetzt ein Freibrief an alle Stalker. Es ist ein Freibrief, dass ein Opfer überhaupt keinen Schutz hat in diesem Land. Wenn sie sich öffentlich entkleidet, dann weiß sie nicht wirklich, was sie da macht. Sie kann nicht anders, weil sie ihr Verhalten nicht steuern kann, sagen die Gutachter. Kurzum, diese Frau ist schuldunfähig. Und wenn sie vor der Haustür eines anderen ihre obszönen Tänze tanzt, dann muss der das aushalten. Im Fall des Pfarrers auch 1,5 Jahrzehnte lang. Und nach dem Urteil des Landgerichts Arnsberg sogar noch länger. Denn sie muss weder ins Gefängnis noch in die Psychiatrie. Die Kammer hat ihn soweit ausgeführt, dass die Angeklagte zwar lästig sei, aber nicht gefährlich. Und damit die Voraussetzung einer Unterbringung abgelehnt. Sie ist keine Straftäterin seit dem heutigen Tag, sie freigesprochen. Und der Pastor muss damit leben. Das ist so, wenn Sie so wollen, ein Sonderopfer von ihm. Um welches tägliche Sonderopfer es sich dabei handelt, beschreibt uns der Pfarrer heute Mittag nach dem Urteil. Ich habe gestern Morgen zum Beispiel erlebt, ich sage es jetzt mal sehr deutlich, ich gehe kurz nach 9, wollte mir eben zum Bäcker. Da kommt sie mir entgegen, ich hatte den Wagen nicht gesehen, weil ich mit jemandem sprach. Da schreit sie aus dem Auto, fick mich, gib mir deinen Schwanz. Das heißt, ich muss mir diese perversen Dinge weiterhin anhören zu allen Tag- und Nachtzeiten. Wenn sie den Pfarrer nicht persönlich antrifft, hinterlässt sie ihre obszönen Liebesbotschaften in seinem Garten. Luftballons, Süßigkeiten, Phallussymbole in Gemüseform. Fast täglich muss der Pfarrer sauber machen, nach dem heutigen Urteil wohl lebenslang. Jetzt, da wir den Freispruch erzielt haben und sie nicht eingewiesen wird, hat das zur Folge natürlich für den Pastor, dass es so weitergeht. Es sei denn, und das ist meine Hoffnung, dass der Pfarrer irgendwann mal einlenkt und sieht ein, dass er vielleicht doch auch als Stalking-Opfer mal ein wenig mitarbeiten muss. In gemeinsamen Therapiegesprächen soll er sich mit ihr an einen Tisch setzen.
Das geht dem Pfarrer entschieden zu weit. Und ich wünsche dem Herrn Babylon und allen vier Gutachtern, dass sie diesen Terror, den ich seit 14 Jahren mitmache, mal ein Jahr mitmachen. Und dann möchte ich mich in einem Jahr mit den Herrschaften mal treffen. Ob die das dann genauso lustig noch finden, wie sie das jetzt darstellen mit ihren verschraubten Formulierungen. Komisch ist das alles nicht und erotisch auch nicht. Der Priester aus dem Sauerland hofft nur eins, dass der Horror endlich aufhört.